dachte schon. Noch am Leben? Sind alle okay? Uns geht's gut. Was machen wir jetzt? Ich gehe den Generator suchen, damit wir das Funkgerät benutzen können. Ich warte hier beim Funkgerät. Nett. Hey. Hier lang. Okay, ich folg dir mal. Der untere Bereich des Schiffs. Da war doch gerade was am Blinken. Brick, Woche 27, Montag. Arthur Miller, Diebstahl, einen Tag in Haft. In Millers Spind wurden persönliche Gegenstände eines vorgesetzten Offiziers gefunden. Gegenstände sichergestellt und Besitzer zurückgegeben. Mittwoch, David Davis, unbefugter Zutritt, zwei Tage Haft. Hielt sich ohne Zutrittsbefugnis im Frachtraum 3A auf. Eklatante Missachtung von Befehlen. Freitag, PFC, Louis Brent, Betrunkenheit in der Öffentlichkeit. Ein Tag Haft, war während des Landgangs betrunken und legte ein für Angehörige der US-Streitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Robert Reed, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, ein Tag Haft, war während des Landgangs betrunken, ach, das war ich da, ne? Und legte ein für Angehörige der US-Streitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Ja, das Freitag, das müssten wir gewesen sein, ganz am Anfang. Ist doch gerade so komisch geleuchtet. Irgendeine Art Streiterei. Private Charles Anderson legte außerdem betrunkenes Verhalten an den Tag, das sich eines Angehörigen der US-Streitkräfte nicht geziemt. Private Anderson stritt mit einem anderen betrunkenen Soldaten. Laut Meinung des verhaftenden Offiziers hätte dieser Streit zu einer Schlägerei in der Öffentlichkeit geführt. Daher wurde sichergestellt, dass beide Männer wieder auf ihr Schiff zurückkehrten. Naja, das war dieser Bekloppte, der mich auf die Krankenstation gebracht hat und meinem Kumpel da ins Loch gebracht hat. Bericht des Schiffarztes. Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X, CWO Walter Bishop und CWO Tom Palmer mit Sergeant Peter Wood als Besitzer und P, kann man nicht lesen, X für das Treffen mit unserem Team. Es gebe viel, dass man voneinander lernen. Stimme dem zu, die westliche Welt müsse vor den Übeln. Die USA seien darüber informiert worden, dass gewisse Stellen den von chemischen und biologischen Substanzen in der Kriegsführung erforschten, unsere Aktivitäten durch das Genfer Protokoll eingeschränkt hätten, Experimente unmöglich. Ah, also ich glaube, ich hatte doch recht am Anfang. Danach habe ich mir dann gedacht, okay, vielleicht sind es doch Geister, aber ich hatte wohl doch recht. Und? Wie läuft die Schule? Gut, warum fragst du mich jetzt danach? Weiß nicht. Ich war nie wirklich in der Schule, also... Auf mich wirkst du sehr clever. Danke. Ich gehe mal hier gucken. Geh du schon mal vor. Oh, verdammt. Ach, das war, wo der am Anfang war, okay. Name des Patienten, John Patterson, Rang Private, geboren in Rowlett, Texas, 24. Februar 1922, Garland, Texas, achso, rekrutiert, stationiert in Texas,
Datum 2.3.41, Gesamtdienst Armee 3 Jahre 5 Monate, Krankengeschichte, Diagnose schwache Neurose, Untauglichkeit ist nicht auf Fehlverhalten zurückzuführen und trat im Dienst auf, Bestand vor Rekrutierung, nein, aktueller Zustand diensttauglich, voraussichtliche Dauer in Zukunft vorübergehend, Empfehlung genaue Beobachtung und erneute medizinische Untersuchung in einer Woche. Bericht, heute habe ich Private Patterson auf der Krankenstation untersucht. Während der Visite litt er unter starken Angstzuständen, die mit den Anzeichen von Panik übereinstimmten, welche sich bereits während meines Wachdienstes zu Anfang der Woche beobachtet hatte. Ich hatte Patterson heute zu mir bestellt, da ich glaubte, dass seine Panik von eindringlichen und verstörenden Erinnerungen begleitet wird. Bisher konnte er seinen Dienst fortsetzen, da seine Symptome nach Beendigung meiner Wachschicht stets nachließen. Er gibt an, dass solche Symptome für ihn sehr ungewohnt sind. Okay. Konnte man das eigentlich umdrehen? Ah. Private Patterson ist 25 Jahre alt und in hervorragender körperlicher Verfassung, hat keinerlei bekannte Vorerkrankungen und eine makellose militärische Karriere. Im Verlauf der Untersuchung gelang es ihm, sich zu beruhigen. Einfache Tests zur Sprachfähigkeit, Reaktionen, Erinnerungsvermögen und Entscheidungsfähigkeit verliefen normal. Klarer Fall von PTBS. Och Gott. Immer diese Abkürzungen und Zungenbrecher. Okay, also hier scheint da wohl nichts mehr zu sein. Halt, stopp. Da war gerade noch ein Foto. Da. Das habe ich doch am Anfang schon mal gesehen. War vielleicht der Sohn von jemandem an Bord? An Papa, komm bald zurück. Okay, er guckt nur irgendwie so seltsam. Sag mir bitte nicht, dass das der Sohn von ihm war. Mädel! Du bist doch eben noch woanders hingegangen, oder? Hier unten noch irgendwas? Ne. Herunterlassen. Ne? Oben komme ich nicht weiter. Muss ich mich herunterlassen? Okay. Hier, sieh dir das an. Schau, da unten. Was ist denn da? Der Maschinenraum. Hier muss der Generator sein. Oh, ja, stimmt. Gehen wir runter. Hing da jetzt nicht gerade noch eine Leiche oder habe ich mich jetzt verguckt? Hier fehlt ein Stück Leiter. Ich glaube, ich kann... Hey! Bist du okay? Klar. Alles gut. Komm runter. Ich habe mir fast alle Knochen gebrochen und meine Füße tun total weh, aber sonst geht's mir gut. Hast du nichts gesehen? Was denn? Okay, ich sehe also Zeugs, du aber nicht. Okay, gut. Versuch mir zu folgen. Das Schiff hatte Mandschurei-Gold an Bord. Und das war dann eine gefährliche Chemikalie, ja? Und überall ist dieser Dunst. Vielleicht ist das Mandschurei-Gold. Und vielleicht macht es uns verrückt im Kopf. Weißt du? Das ergibt durchaus Sinn. Es war alles nicht echt. Nichts war real. Wir haben nur... halluziniert. Wir wissen, die Mannschaft hatte Angst, also vielleicht davor. Klar. Könnte das irgendwie mit dem versunkenen Flugzeugwrack zusammenhängen? Ich meine, das kann natürlich sein. Gab es einen Kontakt? Immerhin eine Theorie. Wow. Okay, dann mal weiter. Ja, aber was hat das mit dem Flugzeug zu tun? Ich meine, das Zeug ist ja auf dem Schiff, meine ich, rumkutschiert worden. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, ob ich durch das Zeug durchgehen sollte. Was die Typen wollen. Die Fischer? Genau. Geld. Ich glaube, die Jungs sehen kein Land mehr oder so. Ich sehe überall was blinken, aber ich glaube, das ist immer noch von der Taschenlampe.
wäre jetzt hilfreich, wenn ich wüsste, was wir eigentlich suchen. Also wir suchen, denke ich mal, den Generator, ne? Den wollen wir ja wieder zum Laufen kriegen. Auf einem uralten ja, Geisterschiff, in Anführungszeichen. Was aus dem Guck mal hier. Zweiten Weltkrieg ist. Die Fischer müssen es von der Duke haben. Ob es noch funktioniert? Scheint noch Luft zu haben. Vielleicht ein paar Minuten? Nehmen wir es mit? Ich meine, es ist schwer. Nee, vergiss es. Es ist zu schwer, um es mitzuschleppen. Ja, scheiß drauf. Nutzlos. Conrad? Ja. Oh mein Gott! Wir sollten hier abhauen. Hallo? Je sais ce que t'es cette faire. De quoi tu parles, son? Hein? Mais c'est moi qui vais te tuer! Dis-moi seulement où est ce putain d'or! T'as perdu la tête? Quoi? Non. Je t'en prie. Non! Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Écoute-moi. Non. Fais pas ça! T'as qu'à... Oh! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Scheiße. Scheiß mit dem Quicktime wieder. Das hört er auch gar nicht. Kann ich mich bewegen? Ja. Steckt da noch ein Messer drin? Warum macht er das? Wir müssen sehr vorsichtig sein. Genau. Ja, das hätte dir vorher auch schon sein sollen, ne? Hallo? Warte. Davon halten wir uns wohl besser fern. Scheiße, er kommt! Nichts wie weg! Scheiße! Diesmal renne ich. Oh, nicht bitte, bitte nicht schon wieder S drücken. Ich bin da so schlecht drin. Ich werde euch finden! Ihr kleinen Scheiße! Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, eh? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug. Die hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausboten. Nein. Wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Captain. Ich hab das Sagen! Und ich entscheide, wer wieder geht! Nein! Aha! Fuck! Hey! Dabei war ich so gut! Los! Verriegel sie! Die Tür hält doch. Ja? Ja, total. Die widerstehen allen. Wahrscheinlich nicht. Möglichen.
Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Sachte. Ganz sachte. Oh. Okay. Okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Sachte. Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Wow, hör mal. Hör gut zu. Wir wollen keinen Streit. Wir wollen hier einfach nur weg. Verstehst du? Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl. Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Bleibt weg! Bleibt weg von dem Dunst! Wie? Was für Dunst? Dieser Dunst! Nicht einatmen! Warum nicht einatmen? Was passiert dann? Er lebt, macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten. Er ist jetzt drin. Hier bei uns, jetzt. Komm erst mal runter. Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Leg das Ding weg, los! Was redest du da? Du sagst mir, was ich tun soll? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Komm schon, Mann. Da ist kein Dunst. Euer Ernst jetzt? Die einzige Coole in der ganzen Sache und die lasst ihr erschießen? Okay, ab hier hasse ich dieses Spiel jetzt. Ja.